Berlin. Eine Stadt wie ein pulsierender Herzmuskel. Berlin. Die Menschen kommen aus aller Welt nach Berlin. Manche, um zu träumen, manche, um sich neu zu erfinden. I will always love you. Und manche, um zu fliegen. Das, was ihr gerade gesehen habt, ist ein Einblick aus einem Trailer, der ja vor ein paar Monaten, als er das erste Mal rauskam, für ordentlich Furore gesorgt hat. Es gab einzelne Internetplattformen, die tatsächlich diesem Trailer eigene Artikel gewidmet haben und sich darüber aufgeregt haben, wie er eben aussieht. Die Rede ist von Berlin, I Love You. Ihr habt es gerade schon gesehen. Und es ist einer dieser Filme, die zu einer Reihe von Produktionen gehören. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Es gab am Anfang Paris, Je T'aime, es gab New York, I Love You und es gab noch mehrere andere Produktionen, die dann eher unter dem Radar gelaufen sind. Und all diese Geschichten haben einmal eins gemeinsam, nämlich, dass der Produzent derselbe ist und eben, dass es um Kurzgeschichten geht, die in einer Weltmetropole erzählt werden. Und nun hat eben Berlin, also Deutschland, seine eigene I Love You-Produktion erhalten. Berlin, I Love You liegt irgendwie nahe, weil Berlin die Hauptstadt ist und wohl auch eine der Städte aus Deutschland ist, die am meisten Resonanz von außen bekommt. Und ja, es fängt allerdings schon damit an, dass ich habe gerade davon gesprochen, dass der Trailer für sehr negative Resonanz gesorgt hat. Das hatte vor allem den Grund, dass man im Trailer halt eben schon sieht, worauf es hinausläuft. Nämlich anders als in Paris, Je T'aime oder New York, I Love You, das sind jetzt die Filme, die ich mal herausheben will, weil sie am bekanntesten sind, soweit ich weiß, auch noch Kinostarts in Deutschland erhalten haben, großflächig. Und diese beiden Filme haben eigentlich perfekt gezeigt, worum es in dieser Reihe geht, nämlich darum, ja, schöne Plätze der einzelnen Städte sich auszusuchen, anhand derer Geschichten zu erzählen, die man wirklich kurz und knapp erzählen kann. Es waren damals teilweise noch wirklich hochkarätige Regienamen dabei. Wes Craven hat damals eine Folge inszeniert, Alfonso Cuarón war dabei und Joel und Ethan Coen waren dabei und es war halt wirklich hochkarätig besetzt. Und je mehr Filme es gab, es tut mir jetzt gerade sehr leid, welche Filme noch, ich habe gerade die Städte nämlich nicht auf dem Schirm, ich werde es euch einblenden, desto unwichtiger und unbedeutender waren die Regisseure, zumindest im internationalen Bereich. Und nun haben wir halt eben Berlin, I Love You, der Trailer deutet an, das hat alles nichts mehr damit zu tun, dass man hier wirklich schöne Orte einer Stadt aussucht, sondern wir haben typische Touristenorte der Hauptstadt und anhand derer wird dann in einem sehr gefälligen Postkarten-Hochglanz-Look werden einzelne Schicksale von Menschen erzählt. Der Cast ist auch durchaus hochkarätig. Wir haben Helen Mirren, wir haben Keira Knightley, wir haben Mickey Rourke, wir haben Tony Garn, wir haben Veronica Ferris. Das ist nur eine kleine Auswahl an den Darstellern, die hier eben für Berlin I Love You gewonnen werden konnten. Also das ist wirklich, kann sich wirklich sehen lassen. Unter den Regisseuren sieht es dann allerdings wieder auf internationaler Ebene gesehen mau aus. Also Peter Chalsom ist da wahrscheinlich noch der größte Name, den man unter anderem kennt von Hectors Reise oder Die Suche nach dem Glück. Hierzulande sind so Namen wie Dennis Gansel, wir erinnern uns an Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer, wir sind die Nacht hat er zum Beispiel auch gemacht oder Die Welle. Oder halt eben ein Till Schweiger, der eben auch eine Episode zu Berlin I Love You beigesteuert hat. Das sind die Leute, die hier im deutschen Kreis dann bekannt sind. Aber ja, ich sag mal so, die Außenwahrnehmung ist jetzt nicht so spektakulär wie bei einem Alfonso Cuarón oder bei einem Wes Craven. Das ist aber eigentlich ja gar nicht das Problem, denn es ist ja eigentlich vollkommen egal, wie groß die Namen sind, die man für so eine Reihe verpflichten konnte. Viel wichtiger ist ja eigentlich, was sie abliefern. Und da muss man sagen, ist Berlin I Love You eine der größten Katastrophen, die ich in diesem Jahr im Kino bzw. zu Hause gesehen habe. Denn da fängt es schon an. Der Film wurde auf der Berlinale gezeigt, wurde international ausgewertet, hatte hierzulande aber nicht mal eine Pressevorführung mit der Begründung, dass man genau wusste, dass dieser Film Grütze ist.
Und das ist ja eigentlich schon ein absolutes Armutszeugnis für einen Film, der ja eigentlich wie dafür gemacht ist, in der eigenen Stadt bzw. im eigenen Land ausgewertet zu werden. Das muss man sich mal vorstellen. Also eine Geschichte, die nach außen transportieren soll, wie es in Deutschland, Schrägstrich eben in Berlin ist, wird im eigenen Land kaum ausgewertet. Ich glaube, ich habe irgendwas gehört von um die 54 Kopien. Also er wird in Deutschland gezeigt, aber man erhofft sich offenbar, dass sich diesen Film keiner anguckt. Und ja, das kann ich verstehen. Fangen wir erstmal mit den positiven Aspekten an, neben dem Cast, der ja wirklich hochkarätig ist und der hier auch insgesamt solide aufspielt. Gibt es eine Episode, die ich tatsächlich wirklich okay finde, auch wenn ich sage, es bleibt hinter den Möglichkeiten zurück, wobei ich aber auch sagen muss, man hat eben hier nicht so viel Zeit gehabt, sich wirklich auszutoben, weil man ja bei diesen kurzen Episoden nur nicht so viel Zeit hat wie bei einem langen Spielfilm. Und das ist die Episode von Dennis Gansell, der eben erzählt von einer Taxifahrerin, gespielt von Sibel Kikeli. Die ganze Episode spielt hauptsächlich in einem Taxi und sie bekommt eben mit, oder sie wohnt plötzlich bei einer Verschwörung bei, ungewollt, weil sie jemanden in ihrem Taxi transportiert, der offenbar irgendwie da so hineingezogen wurde. Stichwort Edward Snowden, das geht alles ein bisschen in diese Richtung. Und da muss ich sagen, Dennis Gansell nutzt die Leinwand aus, obwohl er wirklich nur hauptsächlich in einem Taxi dreht. Und das muss man ja erst mal schaffen, Beklemmung so zu inszenieren auf kleinem Raum, dass sie trotzdem auf großer Leinwand wirkt. Und da ist die Lichtsetzung gut, da ist die Kameraarbeit gut und das sieht nicht so nach gewollt, aber nicht gekonnt aus. Und so ist es halt eben bei den anderen Episoden. Wie gesagt, einziges Problem ist die Story, denn die kann sich auf diesen wenigen Minuten, lassen wir es 20 Minuten oder so sein, kann sich einfach nicht vollends entfalten. Aber man muss hier wenigstens sagen, man hat das Gefühl, diese Geschichte würde einen Spielfilm tragen. Das hat man bei den anderen nicht. Die anderen Sachen tragen noch nicht mal einen Kurzfilm. Und da muss man sagen, das ist alles wenigstens solide. Da würde ich mir wünschen, man hätte daraus das Skript für einen ganzen abendfüllenden Film gemacht. Und deshalb ist die Story von Dennis Gansel wenigstens in Ordnung. Das Problem ist, ja, sind hauptsächlich die anderen Kurzgeschichten. Und da bringt es nun nichts, wieder auf jemanden wie Til Schweiger rumzuhacken. Das habe ich an dieser Stelle schon öfter gemacht, weil der gute Mann in den letzten Monaten und Jahren, da gab es das hier noch nicht, aber das ist halt so generell meine Ansicht zu dem Regisseur und Schauspieler. Er hat einfach in den letzten Monaten und Jahren inszenatorisch nichts abgeliefert, was man irgendwie loben könnte. Und jetzt hier ist es wieder so. Wir erinnern uns vor ein paar Jahren, der Film ist bereits seit 2017 fertig und da kann man schon dran ablesen, wie man halt immer wieder offenbar versucht hat, diesen Film irgendwie an den Mann zu bringen und es ist einfach nicht gelungen. Seit 2017 gibt es den und wenn wir uns erinnern, es gab damals, kurz bevor der Dreh angefangen hat, immer wieder Meldungen, Pressemeldungen und Newsbeiträge und so weiter auf einschlägigen Internetportalen, die davon berichtet haben, dass Til Schweiger einen Film mit Mickey Rourke dreht. Und es geht hier halt eben um den Kurzfilm in Berlin, I Love You. Und was hier halt eben abgeliefert wird, ist einfach wirklich an Dreistigkeit, Frechheit und Quatsch überhaupt nicht zu überbieten. Denn es geht darum, dass Mickey Rourke Toni Garn anmacht an einer Bar, sie total bedrängt, ihr ganz komische, vermeintlich emanzipatorisch wertvolle Tipps gibt. Und am Ende löst Til Schweiger das mit einem Twist auf, wo man nicht anders kann, als sich vor die Stirn zu klatschen und sich zu denken, was ist eigentlich hier schiefgelaufen? Und so ist es bei anderen Episoden auch noch. Wir haben ein MeToo-Musical, in dem Veronica Ferris gemeinsam mit ein paar anderen Frauen in einem Waschsalon plötzlich grinsend anfängt, darüber zu singen, wie sie andere Männer fertig macht, die sich zuvor halt wirklich absolut schäbig den Frauen gegenüber verhalten haben. Und das ist nur die, ja, nennen wir es mal im weitesten Sinne, der gesellschaftspolitische Aspekt einiger
ja, einiger Episoden. Ansonsten, es geht ja auch noch um Flüchtlinge, es geht ja auch noch um Selbstmordversuche. Also da sind so Themen bei, die angepackt werden und die dann aber in ihrer Art und Weise hier erzählt werden, wo man denkt, wer hat, also habt ihr in den letzten Jahren geschlafen so? Denn ich hab ja überhaupt nichts, wenn man sich solche Themen aussucht und dann humoristisch aufbereitet. Aber darum geht es hier nicht. Wenn Peter Chalzim hier davon erzählt, dass jemand gerade im Begriff ist, sich umzubringen, und dann von einem sprechenden Auto durch die Stadt Berlin gefahren wird, man zeigt ihm einige Touristenschauplätze und danach ist alles wieder gut, weil er jetzt weiß, wie schön die Stadt ist, in der er wohnt. Das ist ein Schlag ins Gesicht für Leute, die halt wirklich depressiv sind. Und so ist es in vielen Episoden, dass man denkt, ihr habt euch hier an einem Thema versucht abzuarbeiten, habt überhaupt nicht die Tragweite erkannt und stattdessen erzählt ihr da jetzt irgendeine total bescheuerte Geschichte drum, die keinen Punch hat, die nicht emotional ist, die darstellerisch jetzt auch nicht weltbewegend ist. Und also irgendwie, was hier passiert, es ist wie ein Autounfall und man guckt sich das die ganze Zeit an. Es tun einem die Leute leid, die hier halt wirklich versucht haben, was zu reißen. Stichwort Dennis Gansel. Die Schauspieler machen ihre Arbeit auch weitestgehend solide. Aber ansonsten ist das hier wirklich eine reine Katastrophe, wo ich mich frage, wer hat dem ganzen Projekt hier am Ende das Okay gegeben, dass man es irgendwie auf die Leinwand loslässt. Und da möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, weil das hier ja doch ein relativ krasser Verriss ist, sich auch noch die Besprechung anderer internationaler Portale, also nationaler und internationaler Portale anzugucken. Denn ich bin damit nicht alleine. Die weltweite Filmkritik ist sozusagen, um das jetzt ein bisschen dramatischer auszudrücken, schockiert. Und das ist jetzt nicht irgendein Eindruck, den ich hatte, sondern offenbar erstreckt sich dieser Eindruck auch über viele Kolleginnen und Kollegen, die diesen Film ebenfalls gesehen haben und genauso schockiert sind. Und so gesehen, Gott sei Dank interessiert der Film hierzulande dann am Ende eh niemanden mehr, weil er sowieso nur ganz vereinzelt startet. Und mir tut es halt leid für die Leute, die in das Projekt involviert sind, die sich wirklich alle Mühe gegeben haben, hier irgendwas zu reißen und am Ende kommt sowas dabei raus. Und wirklich schade für die Leute, für Berlin I Love You, so gesehen, dass sie jetzt hier endgültig zeigt, dass diese Reihe ja abgelaufen ist sozusagen, oder dass die Zeit dieser Reihe abgelaufen ist. Lieber nochmal Paris Je T'aime oder New York I Love You anschauen oder sämtliche anderen Filme der Leute, die hier früher involviert waren, aber hiervon auf jeden Fall die Finger lassen. Berlin I Love You ist wirklich eine Frechheit und sollte so am besten gar nicht erst in die Kinos kommen. Your touch, your taste. Für diese Momente leben wir. Berlin ist eine Stadt, die sich mit Wiedergeburt gut auskennt. Ist das typisch für Berlin? Nichts ist typisch für Berlin.